Es ist ein bisschen windig. Eminem, bist du's? Ich bin mir nicht ganz sicher, was heute abgeht. Wir wollen auf jeden Fall trainieren gehen. Wir haben gestern noch bis 2 Uhr morgens Smash gespielt. Gebt euch mal, was mit diesem Teppich passiert ist. Ja, Simon hat hier gesessen, da war mal ein Teppich. Hast du Kopfschmerzen? Ja, geht doch schlafen. In der heutigen Episode machen wir eine kleine Roomtour, weil dazu bin ich noch gar nicht gekommen. Also erst einmal, wie ihr vielleicht bemerkt habt, sind wir übertrieben hoch. Das ist absurd. An dem ersten Tag, wo wir angekommen sind, waren einfach gerade Auswolken und es sieht wirklich teilweise so aus, als wären wir im Himmel. Dieser Pool soll jetzt beheizt werden, aber das wird ein bisschen dauern. Ich glaube, heute ist der angeblich 3 Grad wärmer oder so. Hier ist nochmal so ein Grillbereich, aber ich glaube nicht, dass wir den jemals nutzen werden. Kohle, 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 Kohle. Das ist unser Gebäude. Das sieht jetzt von außen ein bisschen unspektakulär aus. Stell dir vor, ich war jetzt ein Nachbar oder so. Legt halt die ganz versteckten Bonnet-Ecken. Genau, ich zeige euch die Easter Eggs. Kleine Storytime, 3 Uhr morgens oder so. Wollte Hakan das aufladen, weil das ist eine elektrische. Weil Simon gesagt hat, lad das mal auf. Ja, man kann das aufladen, das ist scheinbar für Mücken oder so. Aber das kippt. Das kippt so nach hinten, ne? Dann wollte ich es festhalten und ich habe den Strom davon gekriegt. Und jetzt ist Hakan Flash. Da vorne spielen wir immer Smash, also wir spielen wirklich nur Smash. Ja, was kann ich für dich tun, lieber Nick Beast? Ich geh einfach in meinem Weg bei der Runde. Hier ist so ein Kamin, den werden wir wahrscheinlich auch niemals benutzen. Das ist unsere Kitchen, das habt ihr schon im ersten Vlog gesehen, aber jetzt ist hier ein bisschen mehr Stuff. Nick zeigt mir jetzt den Bereich oben und ich bin gespannt, weil ich war noch gar nicht oben, Freunde. Ist das ultra krank? Kann ein Mensch noch langsamer die Treppe hochlaufen? Hier finden Sie vor, das erste Badezimmer. Ihr habt ein schöneres Badezimmer als hier unten. Krank, ihr habt sogar einen eigenen Mülleimer. Krank, eine eigene Dusche. Oh, hier kann man scheißen gehen. Verrückt. Als ob, das sieht sau schön aus. Guck mal, wenn du den blickst. Ja, es geht einfach nicht. Wow! Das ist also der Ausblick, ja? Wenn du aufwachst. Ja, ist okay. Also, Wuppertal, schon heftiger. Da hinten ist das Zimmer von Jan und Anna. Und die haben sogar einen fetten Balkon. Tschüss! Was machst du denn da? Fappen? Jetzt kommt das größte Highlight überhaupt. Ihr habt die anderen Zimmer gesehen, ihr dachtet so, ja, schon ganz cool so. Das Beste kommt ja bekanntlich. Deswegen kommt zum Schluss das Zimmer von Jengis. Ist das Zimmer von mir und Vic. Gebt euch das mal, Leute. Hast du echt an die Decke dahin gemacht, damit dein Bett und ich dann aussehe wie so ein Penner oder was? Junge! Ich fühle mich so busted. Ja. Aber die Betten, ich meine, das ist jetzt nichts Besonderes, trotzdem ist es eigentlich. Ja, ich fand's bequem. Gemütlich, ja. Da haben wir hier unser eigenes Badezimmer. Ich war ja schon einmal duschen, Freunde. Also das Zimmer von Jengis und Karl ist einfach eine richtig fette Loft mit so einem Bett. Hier ist so ein Ankleidezimmer einfach. Und die haben sogar eine eigene Küche. Die haben einfach eine eigene Küche. Das ist ultra crazy. Und hier nochmal ein Badezimmer. Echt? Ist da eine Dusche drin? Lol. Aber ich finde, von außen sieht das Haus viel kleiner aus. Ja, ja. Ne? Das ist von innen einfach riesig. Ach ja, von der Küche oben, das habe ich jetzt erst gesehen, ist nochmal so eine fette Terrasse. Gibt es das? Welcher YouTuber bist du? Knossi! Du bist Knossi? Ich mache mal so lange, bis ich einen von der Villa hier kriege. Also Hakan hat gerade diesen Effekt von Instagram, welcher YouTuber bist du, ausprobiert. Der hat das auf Jengis gehalten, hat gesagt, wenn er jetzt Jengis rauskommt, ja, dann springe ich in den Pool. Und genau dann kam Jengis. Moritz hat gestern auch überlebt. Schubsen. Ist beheizt? Jetzt. Ich bin nass. Hast du eine ganze Bottle voll gemacht? Jetzt haben wir uns etwas anderes überlegt. Und zwar, wenn wir den Berg runterlaufen und dann wieder hoch. Zu Fuß. Hier ist es mindestens 500 Meter Höhe und das ist so steil. Man will in der Kamera immer sagen, gebt euch mal, wie steil das ist. Aber das sieht man ja gar nicht. Man muss gucken. Das ist gerade. Guck mal, das Ding ist, wenn wir das wirklich nicht schaffen, können wir einfach jemanden anrufen und sagen so, yo, kannst du es vielleicht mit dem Auto abholen? Das wird eine tolle Wanderrunde, Freunde. Was ist das? Da kommt der Sperma raus. Oh, ich kann gar nicht richtig laufen. Ah, Alter, es ist so steil. So laufe ich. Mann, Nick, das ist privates Grundstück. Kannst du nicht hinfilmen? Ey, warte mal, gab es hier nicht Streuner oder so? Nee, ich glaube, hier sind keine Streuner. Okay, jetzt muss ich angehen. Guck mal, das wird ja immer steiler. Alter, ist auch ein bisschen zu krass, nach ganz unten zu gehen, da wieder hoch. Bisschen überschätzt, die Situation. Oh, shit. Das ist jetzt schon anstrengend. Das waren gerade mal 10 Schritte oder so. Wir wollten da runter. Wie gesagt, bei der Kamera kann man das gar nicht abschätzen. So würde ich gerade ausgucken. Und das ist oben. Das ist so dran. Ich schwöre, ich kann jetzt noch nicht mehr. Oh, das zieht, Alter. Sei mal ruhig. Für wie viel Euro wird ihr komplett nach unten und dann komplett hochlaufen? Aber das müsst ihr noch heute schaffen. Nee. Wir haben nach 12 Uhr, Nick hat Geburtstag, alles Gute, Bro. Alles Danke. Gute zum 18. Wie alt bist du jetzt wirklich? 24. 18. Und wir haben Besuch, ey! Ja! Wer musste den Pool? Vorsicht, die Latte! Oh! Oh mein Gott! Oh! Pass auf, Bro. Oh mein Gott! Oh! Oh! Ja! Diese Technik! Oh! Das ist oh mein Gott!
Ist das weird, wenn ich so ein bisschen hoffe, dass die platzt? Ja. Bitte. Nein. Ah. Ich hab das hoffentlich. Ich spring rein. Was? Ich hab lieber einfach. Springst du rein? Du musst einmal komplett eintauchen. Doch, einmal tauchen, komm. Tiefe. Und aber schön auf die Glocke drücken, Leute.